Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Sid Meier's Civilization 5. Hallo zusammen. Ja. So. Und seid ihr bereit? Wollen wir auf die Schaltfläche klicken? Ja, wir müssen wohl, ne? Ja, wir wollen. Wir wollen vorwärts machen. Ja, wir wollen auch natürlich. Ja. Auch wenn das so ganz geringfügige Bedenken sind bezüglich Weltherrscher, aber wahrscheinlich kommt es nicht dazu. Wahrscheinlich nicht, nein. Wieso haben es Irokesen auch vorgeschlagen, wenn sie... meine, ich weiß nicht, man schlägt doch nicht irgendwas zur Wahl, wenn man nicht 100%, also fast hundertprozentig sicher ist, dass man es holen kann. Was weiß ich, was in den Köpfen so einer KI vor sich geht. Ja, okay, gut, das ist zugegeben. Wobei eine KI ist doch häufig logischer als ein Mensch. Siehst du? Siehst du? Kein Weltherrscher gewählt. Oh, 16 für Irokesen. Oh, wow! Okay. Für Babylon haben einige gesch... Ah nein, nur wir. Nein. So. Ah, das war Wir haben die Brasilien. Wappen Ja, okay. gestimmt. Und was fällt euch davon, Leute? War doch super. Ja, perfekt. Ist doch Was super gelaufen. meinen Sie jetzt zu uns? Guck mal Ihre Meinung zu uns. Oh ja. Lieben Sie uns wahrscheinlich? Die eine Stimme, das war jetzt Nicht da, da. freundlich, ja? Öffentliche Nö. Freundschaft, ihr habt euch entschlossen. Okay. Okay. Aber sie mögen uns immer noch dafür, dass wir damals geholfen haben, ne? Im Krieg. Ja. Gut. Sie haben eine Gut, Botschaft in Amon. unserer Hauptstadt. Oi. Babylon hat uns nicht. Es ist so lustig, wie die einfach überhaupt nicht nachtragend sind, Es dass wir ihnen ihre Hauptstadt genommen haben. ist. Einfach Doch, 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 nie. doch, doch, doch. Es ist ja in dem Sinne schon aus roter Punkt, aber gegen so viel Geld und was Ja, nicht. Ja. aber. Eben, ihr habt ihre Ja, ursprüngliche aber es ist. Hauptstadt. Ja, okay, gut, sie nehmen es uns übel. Stimmt, es macht einfach nichts aus, weil wir es Genau. wieder aufwiegen. Was haben wir denn hier Schönes? Kampfstärke, Nahkampf gegen Marineeinheiten. Beim Angriff auf Städte. Ich würde fast das hier Ja. nehmen, Küstenräuber. Definitiv. Okay, gut, dann sieht es aus, als könnten wir weiter vorrücken gegen die Stadt. Yay. Puh, jetzt möchte ich natürlich eigentlich nicht in Feuerreichweite. Ah. Sollte es auch nicht kommen, ne? Also, da sollte er So dich noch auch nicht nicht, nein. erwischen, ne? Dann dauert es halt auch ein bisschen, bis wir da sind. Ach, pff, ist jetzt nicht so, als wären wir im Zugzwang. Okay, dann ist ja gut. So, jetzt sollten wir wissen. Nein, man kann Geht ihn nicht. wahrscheinlich nicht. Aber er muss ja schnell mal zurück. So, wollen wir ihn schnell zurück? Ja, okay, bringen wir ihn schnell zurück. Er ist schon fast halb kaputt, ich weiß nicht. Ah. Also du bist der Experte, du sollst wissen, ob wie gut das es geht. Ich bin überhaupt kein Experte, weil ich mich gerade frage, ob ich den übernehmen kann oder nur zerstören. Aber Sieht aber richtig so aus, sogar. als könnte ich ihn nur zerstören, ein großer Admiral. Ah. Böser Admiral, weg mit dir. Ja, weg mit dem Admiral. Ja, ganz kriegen wir ihn nicht weg, aber. Kann nicht so weit, ne? Wollen wir uns auf dieses Niveau herunterlassen? Nee. Nee. Nein, wir holen die so. Nee. Nee. Die kosten ihn außerdem nur Unterhalt. Ah, das stimmt. Ja. Die kosten ihn eh nur runter. <Yeah. Schließt du von der Effizienz unserer Arbeiter auf die KI ab, oder? lacht> Gut, ja, unsere machen ja einfach random. Ja. Yep, irgendwas. Sollten Das, wieder was mal ein das paar schöne Programm Dinge für kaufen. sinnvoll hält. Ui. Hä? Wieso, wieso, wieso? Wieso? Kein automatischer Kauf mehr. Merken wir Na, auch wir früh, ne? hatten. Merken wir auch früh. Ah, bitte baue das Zeugs da. Ich möchte Pagoden und Moscheen. Wenn wir sie schon haben. Ja, Jetzt irgendwo wäre noch ein Atomkraftwerk gut, oder? Das wird hier gleich gebaut. Ich glaube, wir haben schon. unbedingt. In unseren stärksten Städten haben wir schon. Also Addis Abeba haben wir eins gekauft. Ich weiß nicht, ob Harar eins hat. Wir warten mal noch und wir kaufen dann in der Stadt, wo wir
Falls wir noch in einer Stadt Raumschiffteile bauen müssen, kaufen wir dort noch eins. Okay, passt. Dann verlieren wir vielleicht eine Runde im schlimmsten Fall, weil wir sparen müssen, aber... Gut, im schlimmsten Fall zwei Runden, aber... Dann pumpen wir in Australien noch ein bisschen was rein. Windmühlen. Kornspeicher. Wow, eine Bibliothek. Das ist eine richtige Shoppingtour hier. Seht ihr, ex-koreanische Städte, wir investieren in euch. Yep, richtig. So ist das. Bei unserer Herrschaft geht es allen besser. Genau, genau. Ah ja. Ich hätte Propagandaminister werden sollen, irgendwo. Ich glaube, das liegt mir. Das liegt dir. Ist doch schön, wenn man seine Berufung gefunden hat. Advocatus Diaboli, das macht Spaß. Addis Abeba, ja doch, komm. Produktion ist sicher gut für die Stadt. Mhm. Was haben wir denn da noch für... Aha. Dass mir das jetzt erst auffällt. Wir sollten noch nach Addis Abeba, nach Adwa und nach Harar Handelsrouten eröffnen für die Produktion. Ah, ja. Es eilt zwar wirklich nicht, weil wir können sowieso nichts machen im Moment, aber... Ja. Mal schauen. Kommt es wenigstens am Ende vom Spiel noch alle Karawanen benutzt hätten. Ja, ich sag ja, so viel Optimierungsbedarf. Du Mann. Sagen wir, wir lassen einfach dem Gegner noch eine Chance, sich zu wehren. Eigentlich sind wir auch so deutlich stärker als die KI jetzt zu diesem Punkt. Ja. Ah, unser Spion hat einen persischen Agenten getötet. Sehr gut. Ah, kommt er jetzt wieder zu uns mit, ah ja, es tut mir leid, das habe ich nicht gewollt, er ist freiwillig gegangen. Ja, es war ganz ohne mein Wissen. Persien. Hey, wir sind mit dir im Krieg, schau mal. Hallo. Mit was sind wir im Krieg? Ich vergebe dir. Prof, gibt's ja, mir noch verdammt, was? Ja, Kiew. Mann, tut mir leid. Ich weiß, es ist sehr dumm. Ich weiß, es ist sehr dumm. Tut mir leid, dass ich das... Ja. Tut mir leid, es ist Kiew. Mann, meine Güte. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wieso ich das nicht hinkriege. Ich habe sogar mal eine Folge aus Witz so benannt. Krieg mit Mann. Q. Es gibt nicht zufällig als irgendeine Sprache, in der man das schon ausspricht, oder? Komm schon, das ist sicher Englisch. Nein. Nein. Nein, Kiew, ja, ich weiß es ja, Kiew. Linz wäre doch auch so ein tolles Ziel, damit wir Australien ganz haben. Was meinst du? Linz. Aha, Linz. Ja, wahrscheinlich kommt's nicht mehr so weit. Mal schauen. Wir sollten friedfertig sein, was? Ja, das war mal die Idee, ja. Was ist lustig, dass er jetzt auch wieder zum Teil Zeugs laden muss. Wenn du schnell irgendwo hingehst, dann ist es zuerst ausgegraut und so. Ja, genau, stimmt. Sowas. Stimmt. Ja, er kriegt eben Probleme, wenn sehr viel läuft, das ist richtig. Das kann ziemlich mühsam werden bei größeren Spielen dann auch. Ja. Das ist der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel hier nicht empfehlen würde, dass wir mit einer... Hallo, das kannst du dich reparieren? Er ist dran. Ist er dran? Okay. Dass wir nicht mit einer Mod spielen, die die Karte größer macht. Das gibt es, so eine größere Weltmap. Aber da wartest du nachher so lange, bis so eine Runde mal vorbei ist. Das ist nicht mehr lustig. Ja. Gott. So, noch drei Runden, dann sind wir in der Gegenwart. Ja, gut. So ruhig geworden. So, dann schaue ich mal, ob ich mit überlegen, was... Kiew Frieden schließen kann. Ich kann mit Kiew Frieden schließen. Komm, Schutzversprechen.
Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Ach, als Entschuldigung für unsere falsche Aussprache. Stimmt, eigentlich, ja, stimmt, eigentlich schon. Weil ich war sehr konsequent in diesem Let's Play, ja? Ja. Bis zum Schluss eigentlich habe ich das durchgezogen. Das sieht man, wir spielen nicht häufig genug. Das ist alles deine Schuld. Was? Alles deine Schuld, wir spielen nicht häufig genug. Ah ja, ja. Das ist okay. Ja, ja. Alles klar, das passt. Ja, stimmt, ich mache da jetzt natürlich schon so eine monopolistische Aufstellung. 4 Age-Folgen pro Woche und nur eine Ziffolge. Ja, das geht gar nicht. Gar nicht. Ich bin böse, ich weiß. Ja. Ich mache eine Custom Map für Age of Empires 2. Kiu. Gibt's irgendwo, das könnte ich jetzt nachschauen. Zu einem komplett anderen Game, wieso auch nicht. Ob's irgendeine ukrainische Schlacht gibt in den Kampagnen. Es hat ja einige auch so random Schlachten. Ja, ja, hat's, aber. Ich guck's dann irgendwann mal nach. Okay, mach das irgendwann vielleicht mal. Vielleicht erinnere ich mich dran. Da ja, man auch. Kennt das ja bei uns mittlerweile. Es ist halt. Ja. Genau. Ja. Wir sind ja so ein bisschen senil. Teilzeit senil. Ja, ist doch wahr. Leichte Kritik bei dir, oder? Ist doch wahr. Da ist aber irgendein Fusel, der dich anschießen könnte, ne? Das da? Ja. Das hat doch keine Reichweite, das ist eine Luftabwehr. Also. Ah, nein. Geht's nicht gerade ab. Ja, okay, das alles macht. Klar. Es hat so ein bisschen artilleriemäßig ausgesehen, tut mir leid. Ja, ja, tut's auch, aber nee, nee. Die können nichts. Nee, es ist ein Fuck. Also, ja, ja. Können schon was, aber nicht gegen uns. Die kommen nicht so weit. Genau, du gehst schon mal nach vorne. Ja, und dann geht das ja auch gut vorwärts. Ja? Jetzt, was machen wir denn mit euch, mit den Bodentruppen? Wir warten mal, bis die alle geheilt sind. Dann könnte man ja eigentlich mal marschieren. Hm? Ja. Nur wohin? Rüberschwimmen. Rüberschwimmen. Ja, man müsste noch ein paar Städte auf dem Festland holen, bevor wir rüber segeln. Ne? Ja, ja. Sonst wäre es ein bisschen doof. Behalten wir die mal in der Reserve. Das ist der Nachschub. Genau. Genau. So, und jetzt habe ich wieder mal die klassische Frage. Ah, Militärstützpunkt. Ja, komm, kostet ja nichts. Also kostet keinen Unterhalt. Oh, Schreine. Obwohl, eigentlich wäre ja eine Forschungsproduktion nicht verkehrt, ne? Ja, okay. Ja, eigentlich. Wäre unter Umständen auch brauchbar, zugegeben. Wäre unter Umständen brauchbar, ja. Also Werkstatt, mal wieder mal Entwicklungshilfe, Windmühle und Markt. Kornspeicher ist wahrscheinlich sinnvoller. Bibliothek? Alles was. Bibliothek, ja, wieso nicht? Und ja, okay, da haben wir das Budget wieder aufgebraucht. Dann baust du mal ein Quadukt. Wie ist es eigentlich, die Raumschiffteile, können wir die auch kaufen oder das muss gebaut werden? Die kannst du kaufen, aber nur wenn du eine bestimmte. Ach. Ich meine, eine bestimmte Politik hast. Ich meine, das war doch bei der Freiheit. Meine ich, da gab es die, als Klasse 3, meine ich, als okay. Klasse 3 Sozialpolitik. Alles bin klar. Aber nicht sicher. Ja. Also ein kapitalistisches Ansatz, okay. Genau. Kapis. Und den Admiral lässt du laufen. Ja, keine, niemand, der schießen kann. Ja, ja, So weit kommt er ja nicht, jammer. Schon so. Das ist auch nicht relevant, also. Nein, nicht wirklich. Oh, hallo. Ach, wie schön, dass du mich beleidigst. Nun gut. Das hat er uns nicht gern, ja, okay. Ja, großartig, der Abschaum vermehrt sich. Jetzt muss ich mich aller so mit dir und Babylon befassen. Hä, mag Babylon nicht. Ich werde ihnen eine Lektion erteilen müssen. Schon mal gut. Die Karte gesehen?
Ja, Schweden Azar, er ist ist okay. nicht schlecht. Nicht schlecht, aber eigentlich sollte ihm der Krieg mit Korea gerade eine Lektion sein. Panzerschiff. Naja, immerhin ist es jetzt aus Stahl. Ja, er hat er nicht auch schon modernere Schiffe? Die haben unsere Armee abgefangen. Ja, Oder versucht abzufangen. stimmt. Einmal, das ich auch solche Schiffe? Also ja, modernere, also es ist nicht mehr Holz. Ja. Ah, das meinst du, ja. Was haben wir denn hier? Sichtweite, Fortbewegung, Kampfstärke gegen Landeinheiten. Ich bin fast für Sichtweiten. Absolut. Warte kurz. Wenn Wie Sie lange dauert sehen, das denn? wohin Sie schießen, ist es schon nicht schlecht. Das ist meistens von Vorteil, ja. Okay, ich denke, wir brauchen schon noch 2 Runden, um die Stadt runter zu. Ja. Ah, du kriegst das noch in die Fresse. Komm. Ja, wenn er näher kommt, wird er einfach von 4 Schiffen runtergeboxt. Das ist schon so. Ja, also von dem her. Wenn es sein muss. Arbil. Ja, wäre nicht nötig gewesen eigentlich, aber ja. So, wieder Produktion wählen. Aha, wir haben es fertig, hä? Jetzt sollten wir. 16 Ah, Runden. ui. Uiuiui. Das wird Uiuiui. knapp. Ja, und da Das wird werden wir sehr knapp. wahrscheinlich. Adva kann jetzt auch noch was produzieren, also. Jetzt produzierst du zweimal dasselbe. Echt? Ja. Brauchen wir das zweimal? Ist jetzt die Frage. Nein, es werden Das weiß gleich ich 3 nicht. RS-Booster benötigt. Ach du Fisch, oh, dann werden wir aber sowas von nicht fertig bis dann. Ja, warte. Oh Gott. Ja, das. Wir brauchen Karawan. Wir brauchen Karawan, wenn wir noch irgendeine Chance haben wollen. Welche Städte sind denn noch fähig, so etwas vernünftig zu produzieren? Das hier kann es noch, ha? Ja. Gut, dann ändern wir die auch. Und wir haben doch sicher noch irgendeine Stadt. Ja, Ah, Pentagon, okay. das war's. Der Ah, Motor. okay, gut. Gut. Wird immer noch knapp sein, weil wir es Immer noch. zusammensetzen müssen, oder? Ja, das dauert nicht mal so lange. Das Problem wird hauptsächlich das hier sein. Dann haben wir 7 plus 14, 14 Runden. Wir versuchen in Addis Abeba da rein zu investieren, ha? Ja. Mit Handelsrouten. Gut, also ab jetzt bauen wir jede Menge Handelsrouten, so viel wie geht. Okay. Gut, ist gar nicht mehr so viel, ha? Naja. Warte mal. Kann ich hier, wenn ich den Produktionsfokus wähle? Nee, nicht großartig, hä? Jetzt hast du auch Eine den Runde kann ich's drücken. Nahrungsfokus genommen, ne? Habe ich Nahrungsfokus? Oh, Entschuldigung. Okay, gut, also Genau, das sind Produktionsfokus will ich drei. das hochkriegen. Genau. Gut, wie sieht es mit neuen Bürger aus? 23 Runden. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Nee. Machen wir den Produktionsfokus in dem Fall. Da haben wir gar noch genug Nahrung, dass sonst die Bürger nicht draufgehen. 15 Runden. Machen wir ja auch den Produktionsfokus. Gut, Macht das ist das nur viel aus? eine. Na, hier lohnt es sich nicht groß. Ich würde sagen, vor allem hier. Weil hier werden wir ja noch rechtzeitig fertig. Also das ist ja nicht. Das ist halt ein weiter Weg, aber auf Schienen sollte das auch vernünftig gehen. Okay, gut. Gut. Und der Rest, was kann der Passt. Rest machen? Der Rest könnte eigentlich in Forschung investieren. Passt. Prozent bei meinem. Ach, nee. Kurz, warte kurz. Okay, ich glaube, wir haben eine andere Strategie. Gibt es noch irgendjemanden, der in einer vernünftigen Zeit so ein Raumschiffteil bauen kann? Irgendjemanden? Vielleicht. Nein. Ich glaube niemanden, hä? Wie viel Produktion braucht man dafür? Oder wie viel haben unsere besten Städte? Unsere beste Stadt hier hätte jetzt 93. Aber mit 82 jetzt auch noch Ah, vernünftig. okay. Und mit 72 jetzt auch noch vernünftig. Okay, also ja, vergleichbares haben wir nicht, ne? Ah, 70? Ja, aber die baut schon Ah, was. ja.
Ja, der Rest ist deutlich kleiner. Der Rest ist deutlich kleiner, ja. Weil sonst hätte ich gesagt, wir bauen das Weltraumteleskop, weißt du, in Da der hättest du Zeit. noch 70. Auch immer du Oh, zuletzt wo, warst. oh, wo? Oh, Babylon. Da hast du noch 70. Du recht, gut. Dann machen wir das anders. Dann bauen wir nämlich hier in Addis Abeba das Weltraumteleskop. Hier in Babylon wollen wir uns das Weltraumteleskop sorgt dafür, dass die Produktion von Raumschiffteilen 25% schneller ist. Ah. Hallo, wieso denn jetzt Ach so. Entschuldigung. Weil das ist im Endeffekt das, was am längsten dauert, oder? Ja. Das hier dauert jetzt zwar auf dem Papier lange, aber es dauert schon so noch eine Weile, bis wir die Technologie haben und ja. Ja, klar. Das heißt, bis wir die Technologie haben, sollte das hoffentlich fertig sein. Und dann sollten wir es eigentlich noch schaffen, würde ich behaupten. Und hier gehe ich jetzt tatsächlich wahrscheinlich mal auf Forschung. Ah, aber es bringt gar nicht viel, hä? Gut, wenn es alle machen, aber. Das muss man sich ein bisschen überlegen. Entschuldigung. 7, 6, 13, 14 Runden. 14 Runden? 13 Runden dauert es, bis das Ding fertig ist. Okay, ich gehe doch mal mit denen auf Forschung, einfach weil, was soll ich sonst mit ihnen machen? Übrigens dann, das ist die Ja, letzte Runde, ja. gell? Ja. Also wir gehen jetzt wirklich in Richtung Ja. Sieg und benutzen Endgame. einfach das Geld. Ja, ich weiß, es ist ein kleiner Beitrag von denen, aber trotzdem, wir benutzen das Geld für die Kriegsführung und für die Entwicklungshilfe. Ja. Ja, nee, jetzt. Sind jetzt alle plötzlich fertig gewesen mit dem Ding? Mit dem Mit Bau? was? Ja. Oder hast du über. Okay. Nee, nee. Also ich lasse sie noch fertig bauen. Ja, das ist klar. Das macht halt schon sehr wenig. Ja. Okay, das war die letzte Runde, hm? Hast du gesagt? Dann schießen wir hier noch auf die Genau. Barbaren. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Rennen gewinnen können. Ja, Leute, also wie ihr seht, es bleibt spannend. Es wird wirklich ganz knapp noch auf den letzten Drücker eventuell klappen mit dem Raumschiff. Ein Wissenschaftssieg. Und ja, falls ihr gucken wollt, wie wir in das Jahr 2018 schreiten, müsst ihr das nächste Mal. Ja. Ne? Nee, also ich bedanke mich natürlich fürs Zugucken und wir würden uns auch immer freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, liebe Freunde, tschüss, ciao. Bis dann.